Hallo Leute, ich sage euch einen Mega-Trick, wie ihr in einem Produkt Lippenstift, Rouge und Lidschatten verbinden könnt. Und zwar nehmt ihr einfach einen ganz normalen Lippenstift. Ich habe jetzt den hier von Max Factor in der Farbe 755. Und ich weiß, dass es jetzt sehr viele Leute gibt, die auf TikTok das Gleiche machen. Aber ich habe das schon mit 15 Jahren gemacht. Und zwar kam das so, dass ich einfach nur unerlaubt auf eine Disco gegangen bin mit 15. Auf eine Stadtdisco mit einer Freundin und ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich bei der Freundin übernachten würde und die Freundin sagte, sie würde bei mir übernachten. Und wir haben natürlich nirgendwo übernachtet, dann haben wir uns rausgeputzt und sind dann in diese Stadtdisco gegangen und dann haben wir uns mega stark geschminkt und gesagt, wir sind schon 18 und sind dann auch tatsächlich reingekommen. Und dann, meine Eltern haben das natürlich herausbekommen und dann habe ich Schminkverbot bekommen. Und das Einzige, was ich dann mitnehmen konnte, war Mascara und ein Lippenstift. Und mit dem Lippenstift habe ich dann alles zusammen geschminkt. Und dieser Trick funktioniert einfach nur fantastisch. Man muss auch nicht so viele Produkte haben. Macht euch einfach mal ein bisschen Lippenstift auf die Augen. Und anstatt diesen Blush-Stick macht ihr euch genauso einfach diesen Lippenstift hier drauf. Und die Lippen auch. Braucht einen kleinen Spiegel dabei. So, damals habe ich das natürlich alles mit meinen Fingern verblendet. Jetzt kann ich das alles mit einem Pinsel machen und den Rouge mache ich jetzt mit einem Beauty Blender. Habe ich aber früher genauso gut mit meinen Händen hinbekommen und ja, selbstverständlich musste ich mich abschminken, bevor ich dann nach Hause kam, weil ich sonst Ärger bekommen hätte, vor allem wenn mein Vater mich dann so erwischt hätte. Aber ja, das Verbot hat dann so circa 1-2 Wochen gehalten, war es vorbei. Aber ungeschminkt in die Schule zu gehen, war für mich einfach unmöglich, ein No-Go. Also, das ist meine Geschichte. Ich mache das jetzt alles fertig und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Ich muss noch die Wimpern duschen. Jetzt habe ich das Ganze verblendet. Jetzt noch die Wimpern duschen. Und dann bin ich fertig. Und ich benutze immer noch diese Mascara hier. Die falsche Wimpernmascara. Ich finde sie ganz gut. Sie passt gut zu meinen Wimpern. Ja Leute, und drückt gerne das Plus weg und das Herz haut, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. So Leute, bei mir hat die immer noch so einen krassen Effekt, wirklich. Also ich bin sehr zufrieden mit der Mascara. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Alles einfach mit einem Lippenstift. Lidschatten, Blush und Lippenstift